Herzlich willkommen zur neuen Folge hier auf dem Marsch, wenn wir das Holz ins Sägewerk bringen. Das heißt, ganz kurz, wir müssen einsteigen. Oh, was hab ich gegessen? Krieg Schluck auf. So, nochmal abladen, ne? Da haben wir ein bisschen was zu tun, ne? So. Ich glaube, andere Seite. Und runter damit. Dann gleich nach vorne mit Last. Mal aufladen, nach vorne beginnen, ne? Ja. Und schon sind wir die Dinger los. So. Jetzt fahren wir gleich wieder zurück. Und große Nachfrage Diddle, hoffentlich Bier. Aber ich hole mal Holz. Ja. Ein bisschen gespeist. Und dann bin ich ein bisschen außer Atem. Und direkt noch bastbar. Aber gut. Andere Sache, ne? Nee, nur Mund aufgespült und es an die Zähne gereinigt. Ja, jetzt geht's los. Einmal denke ich, wir können noch Holz haben. Einmal, mindestens einmal. Vielleicht noch eine zweite Fuhre, ich weiß nicht genau. Und jetzt stellen wir vorwiegend Paletten her, weil ich brauche für die Produktion viele Paletten. Sehr viele sogar. So soll ich besser. Na, rückwärts fahren. Macht der noch was? Ups. Ja, hier. Wenn wir sehen, dass die Lage wieder am besten noch besser ins Lager kriegen. Aber wir haben ja Zeit. Muss ja nicht heute Morgen sein. Ne? Also immer eben weg, sagen wir so. Und dann reicht es auch. Wenn wir jetzt in zwei Tagen was verdienen oder in drei, ist auch okay. So, unsere Ladung Holz und wir holen. Mal schauen, jetzt hier reinfahren. Und wir werden mal von links aufladen. Und von rechts. Und von links wieder, ne? Diese großen Baumstumpen ist ein Problem. Also gut, bei dem werden wir nicht mal rüberfahren. Ne? Wenn die zu hoch sind, ist schon blöd, aber wenn die ganz hoch sind, dann kommen wir gar nicht erst in Verlegenheit rüber zu fahren. Ne? So, wieder rechts und auch wieder aufladen. Ich denke mal, wenn wir mit einer Fuhre rauskommen. Den Rest werden wir ja später nochmal holen. Nur wenn eine volle Ladung lohnt sich zu fahren, also halb voll, brauchen wir nicht fahren. Also wir kriegen jetzt locker die Fuhre voll, denke ich mal, aber mehr aber auch nicht. Und hier haben wir zwei, drei bei, im Baumkumpf und nicht drüber kommen. Nicht zu empfehlen, nachts zu fahren, ne? Da geht es ganz schnell. Jo, Piepmatz. Wir werden bald wieder pflanzen. Es wachsen wieder Bäume. Denkt mal, die werden bald wieder wachsen. Sobald es im Frühling losgeht, dann geht das wieder voll los. Gut, Nadelbäume, die werden durch Wind getragen, die Samen. Ne? Und bei anderen Baumsorten machen es auch die Vögel. Zum Beispiel bei der Eiche, der Eichel her. Oder auch das Eichhörnchen, also das ist kein Vogel, ne? Das ist ein kleines liebe Tierchen, ne? Säugetier. Wieder hinten, das ist nicht gut. Vorne, vorne noch nicht mal voll. Das will mich ärgern.
Doch gar nicht notwendig. Da sind noch ein paar. Dann haben wir ungefähr grob gerechnet 3000. Mit Rollstar. Denke ich mal so auf Maßeinheit. Sollte es euch sein, ne? Liter, 1000, das ist ein Kubik. Korrigiert mich, wenn ich daneben liege, ne? Das kann natürlich sein, dass ich auch mal Ehre, ne? Meine Schule schon ein paar Jahre her. Aber denkt man schon. Ja. Meter mal Meter ist ein Kubik nachher. Und nochmal Meter, ne? So. Bis auf. Die 4, den hinten kleiner so liegen. Das fahren wir die 4 ab. Wieder nach vorne. Jetzt hat lange sich ausgehalten, ne? Wenn er vorne geblieben ist. So folgt auch sie. Oh, jetzt aber. Wir drei noch aufkriegen. Zumindest zwei kleinen. Ich muss die drei auch noch mit bei. Super, L, und falls wir noch was kriegen, nach vorne, ne? Dann haben wir doch noch eine Ladung gekriegt, die ganze. Und dann haben wir Holz im Grunde mehr oder weniger bis auf 1, 2. Vielleicht kriegt ihr noch auf, mal sehen. Machen wir es ja mal, ne? Das sind 3. Wir müssen ein bisschen. Aber ganz hinten ist blöd. In Anführungszeichen. Aber jetzt haben wir alles. Oh, einer nicht drauf. Beziehungsweise der ist zu hoch. Könnte sein, wir verlieren, ne? Könnte. Ich hoffe natürlich nicht. Ja, aber schade, wenn wir mal fahren müssten. Aber wegen einen fahren wir nicht, sei denn ich bin auf der Straße. Das ist natürlich ungünstig, ne? So, jetzt geht's zum Sägewerk. Letzte Mal für heute. Und dann kommen wir den anderen Anhänger und fahren dann die. Und fahren dann die anderen Teile noch zum Verkauf. Zwei von Bretterpaletten, OBS und Sparplatten. Die können wir noch verkaufen. Und dann fahren wir zur Brauerei und verkaufen das Bier. So. Ja, hier im Baum schön warm, da schön geheizt. Also. Sonne sind es rund 25 Grad. Gut am Monitor direkt, ne? Nochmal anderweitig Thermometer aufhängen, um das vergleichen zu können. Aber. Mir ist nicht gerade kalt. Bei der Ladung muss ich aufpassen, dass ich nicht umfalle. Ne? Also das ist ja ganz gefährlich. Da ja der Schwerpunkt weit oben ist, ist das schon mal brenzlig. Also. Zum Glück haben wir keinen Schnee. Wir könnten ja das Flügen vorbereiten, Anführungszeichen, wenn wir Lust und Zeit haben. Aber ich denke mal, da wird mir zur Zeit nicht dazu kommen. Weil Timer läuft, ja. Timer läuft. Weil wir haben ja im Prinzip hier mit Verkaufen noch gut noch eine weitere Folge zu tun. Ne? Also Bier zum Beispiel mindestens eine Folge, denke ich mal, 3, 4 Ladungen. Dann
Lass mal kurz nachdenken. Also Bretterpaletten jetzt ja gleich, ne? Und wir haben den Holzwagen hier lassen. Weil. Ach, den fahren wir zum Hof, ne? Entschuldigung. Ordnung muss sein, so ungefähr, ne? So. Ich denke mal, dass rechts richtig ist, denke mal. Über rechts, ja. Ach gut. Beim zweiten Mal hat es doch gepasst. Das hatte ich beinahe auf der verkehrten Seite gekippt. Obwohl, das wäre kein Problem. Dann lahmen wir halt wieder auf, ne? Weil den fahre ich deswegen zum Hof, fahre ich näher. Ich kenne mich am besten. Irgendwann suche ich den schönen Anhänger und dann her. Was hat der jetzt gebraucht hier, ne? Das gibt's doch gar nicht. Die wollen nicht raus, das gibt's gar nicht. Der will nicht runter. Die wollen. Ach, wir kriegen. Na, sind wir im Teich reinfahren hier. Du kamst rauf und du musst runter, ne? Doch gar nicht. Ich will nicht abkippen. Umkippen will ich nicht. Gut. So. Abgeladen habe ich den nun, ne? Nun kommt man da wieder raus, ne? Das ist ja auch so eine Sache hier. Das ist ein Witz. Ja, das nennt man so festfahren, ne? Vorne. Entschuldigung. Kein Bodenkontakt, ne? Das mal gut, damit mal improvisieren. Heißt, wir gehen zum Hof und werde mal andere Traktor nehmen oder Anhänger, ne? Oder LKW. Den habe ich jetzt irgendwo gelassen, ne? bei der BGH. Dann nehmen wir einen Traktor und schieb ihn mal ganz kurz weg.
abkoppeln. Schubsen wir ein bisschen, ne? Ja, Traktor fährt sich jetzt anders wie ein LKW. Aber ist halt so, ne? Also so sehen wir die LKWs ja kaufen. Wenn wir andere besorge irgendwie, mal sehen. Das Malheur beseitigen. So. So, liebe Schauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, es geht gleich weiter. Bis daher. Tschüss.